Darum, wen Allah leiten will, dem weitet er die Brust für den Islam. Und wen er in die Irre gehen lassen will, dem macht er die Brust eng und bang. Zahure Mehdiye Akhir Zaman hai Sambhal jao ke waqte Imtaha hai Agar puche koi Isa kaha Agar puche koi Isa kaha hai To kahe do uska maskan qadiyan hai To kahe do uska maskan Im Jahre 1882 hat Hazrat Mirza Ghulam Ahmad al-Islam infolge einer göttlichen Offenbarung bekannt gemacht, ein Ma'mur minallah zu sein. Er beanspruchte, der verheißene Messias und Imam Mahdi zu sein, der vom heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam versprochen wurde. Zur Erkennung dieses Anspruchs hat Allah zahlreiche Zeichen himmlischer sowie materieller Art herabgesandt. Bezüglich des Imam Mahdi hat der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt: Der heilige Prophet, Frieden und Segen Allahs seien auf ihm, sagte: Für unsere Mächte gibt es zwei Zeichen, die seit der Schöpfung der Himmel und der Erde niemals erschienen sind. Nämlich, dass sich der Mond im Ramadan in der ersten Nacht von den Nächten, in denen eine Mondfinsternis möglich ist, verfinstert und die Sonne sich im gleichen Ramadan am mittleren Tag von den Tagen, an denen eine Sonnenfinsternis möglich ist, verfinstert. Und diese Zeichen sind, seit Allah die Himmel und die Erde erschaffen hat, nie erschienen. So geschah es genau gemäß dem Hadith im Jahre 1894 im Monat Ramadan, als der Mond in den möglichen Nächten, nämlich der 13., 14. oder 15. Nacht des Monats Ramadan, sich in der ersten Nacht, also am 13. Ramadan, verfinsterte. Und genauso geschah es mit der Sonne, als sie sich von den vorhergesagten Tagen, nämlich den 27., 28. oder 29. Ramadan, am mittleren Tag, also am 28. Ramadan, verfinsterte. Folglich hat das phänomenale Ereignis der Sonnen- und Mondfinsternis im Monat Ramadan an den vorhergesagten Tagen nicht nur die Wahrheit des Hadithes bestätigt, sondern auch den Anspruch von Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a.s. bewahrheitet. In Wirklichkeit ist es so, dass die von dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bezüglich des Erscheinens des verheißenen Messias und des Imam Mahdis gemachten Prophezeiungen mit einer solchen Klarheit und Schönheit erfüllt wurden, dass selbst unsere Nicht-Ahmadi-Freunde es nicht unterlassen konnten, dies anzuerkennen. Beispielsweise kommentiert Herr Ara Sayyid Ali Musi, ein schiitischer Gelehrter, zwei weitere bereits erfüllte Prophezeiungen bezüglich der Zeit des Imam Mahdi wie folgt. Imam Zaman ke zuhur ki alamat hai ki nazdik dur aur dur nazdik ho. Ab dekhiye, hum yahan baithe hue hain, hamari awaaz duniya ki kahan kahan tak ja rahi hai aur kaun kaun sun raha hai sab. دور نزدیک اور نزدیک جو ہے وہ دور آج باپ بیٹے میں اتنے جدائی ہیں کہ باپ بیٹے کو نہیں جانتا کہاں ہے اور بیٹے باپ کو کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے یہ بھی ایک علامت ہے اذا خرب البعید وبعد القریب ایک جملہ اور ہے واذا رکب الحدید على الحدید جب لوہے پہ لوہا چلے یہی غیر اس کا ٹائر بھی لوہے کا ہے اور So kommentiert auch Herr Dr. Shahid die Erfüllung einer Prophezeiung betreffs des Auftretens des Dajjal in Zusammenhang mit dem Imam Mahdi wie folgt. Ye bir shahad nabi hai ki Dajjal
اپنے دشمنوں پر آگ کی بارش برسائے گا اور اپنے حمایتیوں کو پورا کرام کرے گا. ہم نے حالیہ جنگوں میں یہ مناظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے. Des Weiteren nimmt Herr Dr. Tahirul Qadri Bezug auf verschiedene Hadithe und erläutert eingehend, dass die Zeichen des Auftretens des Imam Mahdi nach islamischer Zeitrechnung 200 Jahre nach Ablauf von 1000 Jahren beginnen werden. Also räumt Herr Dr. Tahirul Qadri ein, dass wenn mit 1000 Jahren lediglich 1000 Jahre gemeint sind, dass der Imam Mahdi dann nach dem Jahre 1200 nach islamischer Zeitrechnung erscheinen sollte. Diesbezüglich kommentiert er: In tamam aima aur muhaddiseen ne mukhtalif riwayat se bayan kiya ke ye 10 ayat kisi baad al alf kisi hazar saal ke baad dusri sadi hijri shuru hone ke baad zahir hongi. In tamam hadithon ko samne rakh le. اب آج شروع ہے پانچویں صدی ہجری. اگر یہ اس ہزارویں سال میں امام مہدی علیہ السلام نے آنا ہوتا, یہ جو ہزارواں سال چل رہا ہے ہجری کا, اگر اس میں آنا ہوتا تو دراصل ان کے ظہور کا زمانہ گزر چکا 200 سال پہلے. ان کو ظاہر ہونا چاہیے تھا جب ہجری کا سن تھا سن 1200 کچھ. Interessanterweise wurde Hazrat Mirza Ghulam Ahmad al-Islam exakt gemäß den Hadithen nach 1200 Jahren islamischer Zeitrechnung, also im Jahre 1250, geboren. Des Weiteren sei darauf hingewiesen, dass Ba'd al-Alf mit nach 1000 übersetzt wird. Ferner ist es offensichtlich, dass wenn man über 1000 redet, dass damit ausschließlich 1000 gemeint ist. Herr Dr. Tahirul Qadri geht jedoch näher auf diesen Gedanken ein und erläutert, dass wenn Ba'd al-Alf im Sinne von 1000 Jahren verstanden wird, dass dann die korrekte Zeit des Imam Mahdi 125 Jahre in der Vergangenheit liegt. Diesbezüglich kommentiert er: Ba'd al-Mi'atayn farmaya. اصل وہ ابتدا 100 سے نہیں ہونی شروع, 2 صدیاں پوری ہوں گی بعد, 200 سال پورے ہونے کے بعد. تو پھر حقیقت زمانہ 225 سال کا نہیں گزرا, 225 سال گزرا ہے. Nicht nur laut eigenen Angaben dieser Nicht-Ahmadi-Muslime, sondern auch exakt nach den vorgelegten Hadithen hat Hazrat Mirza Ghulam Ahmad al-Islam vor genau 125 Jahren, also im Jahre 1882 nach Christus, seinen Anspruch, ein Auserwählter Gottes zu sein, infolge göttlicher Offenbarung verkündet und seine Mission gestartet. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat für die Rechtleitung seiner Gefolgsleute sehr detailliert die Zeichen erläutert, die die Ankunft des Imam Mahdi indizieren werden. In dieser einleitenden Dokumentation ist es zwar nicht möglich, auf all diese Zeichen detailgetreu einzugehen. Jedoch entspricht es der Wahrheit, dass nahezu all die von dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam genannten Zeichen auf wunderbare Art und Weise klar und eindeutig erfüllt wurden und dass selbst die Nicht-Ahmadi-Gelehrten sich gezwungen fühlen, dies einzuräumen. So beispielsweise räumt ein schiitischer Gelehrter, Herr Sayyid Ali Musi, die Tatsache mit folgenden Worten ein: اگر آپ غور سے ان کتابوں کو پڑھیں اور دیکھیے, ایک ایک علامت آپ کے سامنے ظاہر ہے. آپ سمجھیں کیا دجال بھی آ گیا ہے اور مسلمانوں میں جو تفرقہ ہے وہ بھی ہو چکا ہے. Also sind selbst nach Angaben der islamischen, jedoch der Ahmadiyyat feindlich gegenüberstehenden Gelehrten jegliche Zeichen, die die Ankunft des Imam Mahdi a.s. indizieren, bereits eingetreten.